Es geht weiter, immer weiter, bis der Mond die Sonne verführt, bis der Himmel die Erde berührt. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Divinity Let's Play. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mir jetzt noch treu geblieben sind. Es ist, soweit ich das sehen kann, niemand abgesprungen, während dieser 3-4 Wochen, in denen von mir wirklich gar nichts kam. Ich kann leider nicht versprechen, dass es nie wieder vorkommt, weil die Uni gerne mal das gesamte Privatleben auffrisst. Mit Haut und Haar. Also, wenn man, ja, 26 Stunden pro Tag arbeitet, ist man glücklich für jede Minute, die man schlafen kann und hat dann wirklich keine Zeit, um irgendwelche Spielvideos zu machen. Insofern, herzlichen Dank, dass ihr so viel Geduld mit mir habt. Ich versuche einfach mal, das mit den kommenden Videos ein bisschen wettzumachen. Und ich bin mir sicher, ihr brennt jetzt darauf, dass wir endlich über das Leben und Sterben von 8 Leuten entscheiden, dass wir Opfer bringen und endlich ein Drache werden. Aber ich habe andere Pläne. Erstmal bin ich hier auf diese wunderschöne Aussicht gekraxelt. Der Turm sieht geil aus, oder? Boah, das sieht richtig cool aus. Und da ist das Lager von den Leutchen. Hier ist ein Drachenskelett. Ein Wahlskelett. Hier liegen überall Skelette herum. Da hinten war Anselm. Und dieser interessante Berg da ist, ja, interessant. Interessanter Berg ist interessant. Beim Heraufkraxeln habe ich hier einen komischen Altar gefunden. Den untersuchen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Leiche eines Priesters. Leer. Ja. Und du? Arme Leiche. Auch leer. Und du, arme Leiche, drückt E zum Öffnen. Giftstein. Aha. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, dass hier sonst so gar nichts liegt. Na gut. Also, meine Pläne. Meine Pläne für jetzt, für diese Aufnahme. Wir schauen mal, was das Trümmertal so macht. Wir teleportieren uns einfach zurück. Und gucken mal, ob wir den Banditen noch helfen können und ob unsere alte Kommandantin schon eine Armee gegen uns aufgestellt hat. Und so weiter und so fort. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen möchte ich nicht mehr so jämmerlich abstinken. Das war ja ganz fürchterlich, wie viel Dresche wir hier kassiert haben. Und vielleicht können wir ja mit den anderen Quests noch so den ein oder anderen Level machen. Des Weiteren hoffe ich, dass wir dadurch vermeiden können, irgendeinen Questteil zu überspringen, irgendwas nicht mehr lösen zu können. Oh. Ich dachte, du seist tot. Berthold, hier waren wir nicht ordentlich. So. Ja. Und vielleicht können wir ja unsere Auswahl ein... Aua. Präventives Aua. Können wir unsere Auswahl ein bisschen vergrößern an Kandidaten. Denn ich möchte weder Anselm den Lügner haben, noch diesen komischen, arroganten Heini. Wo teleportieren wir uns denn am besten hin? Zum Turm, oder? So. Sind wir hier beim Turm? Ach, Berthold. Lass uns doch mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Mal eben auf die Karte luschern. Die Karte sagt uns gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Hier ist nichts zu holen. Zu den Oroblas-Fjorden. Banditenlager. Da hätten wir eigentlich hingemusst, ne? Da wäre der Schrein beim Goblinstamm ganz praktisch gewesen. Gut, machen wir lieber das.
tut mir leid, müssen wir halt nochmal teleportieren. Schrein, Goblinstamm. So, ging ja schnell. Diesen Hebel haben wir wahrscheinlich schon gezogen, schon mehrfach, ja. Durch dieses ganze Herumteleportiere fällt aber... Okay, das war auch nicht so viel nützlicher, da ist der Turm. Na, egal. Durch dieses ganze Herumteleportiere merkt man immerhin, wie toll unterschiedlich die Musik in den verschiedenen Gebieten ist. Wir gucken in die richtige Richtung. Und unser Tagebuch sagt, auf zur Jagd. Banditen machen den Bewohnern des Trümmertals das Leben schwer, aber zum Glück bin ich ja hier, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Mhm. Dem Tod auf den Fersen. Naberius gestoßen, der Kreaturen aus Gliedmaßen, bla bla bla, Kreaturen erschaffen. Suche nach der Axt. Targos hat mich darum gebeten, seine Axt zu finden, die bei einem Überfall auf eine Karawane verloren gegangen ist. Danach könnten wir nochmal suchen. Um an den Ort des Verbrechens zu gelangen, soll ich dem Weg am Minenlager vorbei runter zum Fluss folgen. Dann müssten wir erstmal das Minenlager finden. Wir bleiben da jetzt ganz, ganz straight dran. Also, ne? Durch nichts ablenken lassen. Karotten. Und überhaupt... ein Minenlager runter zum Fluss. Wäre das nicht das hier? Oh, und da oben sind die Schläfer. Die Schläfer, die Schläfer. Ich glaube, wir haben für die was. Haben wir noch einen Heiltrank? Oder haben wir die inzwischen auch wieder alle verbraucht? In unserer unendlichen Weisheit. Nicht für Fertigkeiten, Blödsinn. Held, Inventar, Vorräte. Trank für sehr geringe Heilung. Und da oben haben wir noch zwei Tränke für begrenzte Heilung. Na, vielleicht hilft ja einer von denen. Und die Marie wollte einen Apfel haben, oder? Also der eine braucht Verbandszeug und ich denke, ein Heiltrank tut da ganz gute Dienste. Häschen, Häschen. Und wie hatten wir uns jetzt entschieden? Ach ja, genau. So, hahaha. Das macht mir natürlich überhaupt keine Freude. Also, ich meine, Hasen, wie konntet ihr euch so brutal entscheiden? Ja, meine Güte, fressen und gefressen werden. So sieht's aus. Da drüben ist gar nichts, oder? Oder ist da drüben was? War da nicht die Geschichte mit dem Dämon, den uns dieser verrückte Magier auf den Hals gehetzt hat? Bellega oder so? Das ist alles so lange her. Okay, der Typ steht jetzt. Und, probieren wir erstmal, dem einen Heiltrank zu geben. Der Mann scheint fest zu schlafen. Ah. Namda greift schlafend nach dem Trank, nimmt ihn zu sich und wacht auf. Guten Morgen. Mann, das war vielleicht ein Albtraum. Was ist denn das für eine komische Antwort? Ihr würdet noch leben, wenn ich nicht gewesen wäre. Jetzt seid ihr leider tot, tut mir leid. Also, geht es euch besser? Ja, danke, dass ihr mir geholfen habt. Ich hoffe, ihr könnt meine Freunde aufwecken, denn da hilft kein Schreien und kein Schütteln. Ja, das schaffe ich. Ich habe einen Apfel für dich. Nacht Marie schläft tief und fest. Habe ich keinen Apfel? Ihr geht. Ich dachte, ich hätte einen Apfel. Och nö, ne? Och nein. Okay, wer kann mir sagen, in welcher Folge ich auf die intelligente Idee kam, alle Äpfel zu essen? Ah, ich bin so ein hirnloser Zombie. Berthold, hättest du mich nicht aufhalten können? Och Mann. Och bitte. Wir hätten das so schön erledigen können.
Ja, das ist nur zum Davonlaufen. Hast schon recht, Berthold. Hast schon recht. So, da drüben war dann auch nichts mehr. Das hatten wir abgefrühstückt. Minenlager runter zum Fluss. Minenlager runter zum Fluss. Banditenlager. Ich habe bislang leider nichts gesehen, was wie eine Mine aussieht. Verfallene Tunnel. Vergessener Vorposten. Das hier war das Dorf. Das ist auch kein Fluss. Das hier ist ein Fluss und hier ist ein Fluss und so richtig nützlich ist die Karte aber auch nicht, ne? Naja, wenn wir einfach mal jeden Fluss absuchen, kann es uns ja nur besser gehen, oder? Oder? Wir müssen Ausschau nach einem gebrochenen Karren halten. So viel ist klar. Und da soll dann irgendwo eine Axt drin stecken. So viel ist auch klar. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Mein optionales Primäranliegen ist übrigens, dass wir endlich einen anderen Helm kriegen. Der ist ja nun wirklich nicht hübsch. Aber wirklich nicht. Also, hier ist ein Fluss, aber ich glaube, da unten ist dann nichts mehr. Also folgen wir einfach mal dem Flusslauf weiter. Von hier sieht der Fluss richtig toll aus. Hallo, ist hier irgendjemand tot und überfallen worden? Hallo? Hallo? Hallöchen. Was liegt denn da? Kann ich gar nicht erkennen, viel zu weit weg. Und da YouTube noch viel kleiner ist, könnt ihr das wahrscheinlich auch nicht sehen. Da liegt irgendetwas. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ja, sowas macht ein gutes Let's Play aus. Auf die unwichtigsten Dinge achten, die nebenbei noch total unwichtig sind. Aber, mal ehrlich, wo ist dieser Karren? Hier war dieser super tolle Händler. Ja, ich weiß, ich hab's total mit dem verbockmist. Ich habe seine Gedanken gelesen und er hat gesagt, dass nur die Ohrringe und wirklich ausschließlich die Ohrringe okay sind und ich habe auch noch mehr gekauft. Mein Fehler, ja. Aber sich während eines Let's Plays zu konzentrieren, ist gar nicht so leicht. Ich freue mich ja schon auf das erste Logikrätselspiel, das ich Let's Playen werde. Das wird wahrscheinlich der größte Misserfolg meines Lebens. Ente! Hühner? Hühnchenkeule. Hühnchenkeule. Oh, eine Truhe. Ungewöhnlich. Gewöhnlicher Kampfhelm des Priesters. Ein ungewöhnlich gewöhnlicher Helm. Irgendein Pergament. Hübsch. Okay, das Pergament haben wir hier. Auf dem Papier steht in einer Sprache, die ihr nicht versteht, ein einzelnes Wort geschrieben. Miet. Vielleicht kann es jemand für euch übersetzen. Da war doch dieser Gnom vor dem Maxos-Tempel, oder? Moment, standen die schon immer da? Die standen nicht schon immer da. Wer sind die Jungs?